Remakes, Remakes, Remakes. Videospiel-Remakes sind im Trend wie noch nie. Die einen hassen sie und möchten lieber neue Marken entstehen sehen und die anderen sehen in Remakes eine Chance, alte Abenteuer neu zu erleben. Doch was sind die spannendsten Games, die in der Kategorie bisher angekündigt wurden? Was erwartet uns in naher oder mittlerer Zukunft? Lasst mal drüber reden. Moin, Servus und willkommen bei Screenfire. Ich bin der Andi, schön, dass ihr da seid. Wir reden heute über 7 Remakes, die bereits angekündigt wurden, aber von denen ihr unter Umständen noch gar nichts mitbekommen habt. Das letzte große Remake erschien am 29. Februar 2024 mit dem zweiten Teil des Final Fantasy VII Remakes mit dem Nebentitel Rebirth. Schon wie der Vorgänger hat Rebirth fantastische Wertungen bekommen und gehört damit zu den besseren Remakes, die erschienen sind. Aber generell kann man, denke ich, sagen, dass sich bei den meisten größeren Remakes viel Mühe gegeben wird. Und nur um das nochmal aufzuklären, wir reden hier von Remakes, nicht von Remastern. Das ist ein großer Unterschied, aber ihr könnt das technisch eigentlich sehr sauber auseinanderhalten und ich erkläre das euch nochmal ganz kurz. Ein Remaster hat immer die Engine des ursprünglichen Spiels als Grundlage, heißt, wenn die alten Texturen aufgehübscht werden oder der Sound überarbeitet wird, dann ist es ein Remaster. Ein Remake wird von Grund auf neu aufgebaut. Also selbst wenn 1:1 das Spiel in seiner Optik rekreiert wird, ist es ein Remake, weil es auf technisch neuen Bausteinen steht. So war das zum Beispiel bei der Gears of War Ultimate Edition. Optisch könnte man von einem Remaster ausgehen, aber es wurde komplett neu gebaut, also ist es aus technischer Sicht eindeutig ein Remake. Diese Begriffe werden aber teilweise sogar vom Publisher nicht richtig genutzt, darum lasst euch bitte nicht verunsichern. Wir starten sofort los mit den 7 Remakes, die bereits in Entwicklung sind und auf die ihr euch freuen könnt. Doch vorher, vergesst doch nicht ein Like und Abo dazulassen, wenn euch das Video gefallen hat oder falls ihr es nicht eh schon getan habt. Außerdem haben wir einen neuen Kanal aufgemacht, auf dem geht es um Filme. Also wenn ihr Cineasten seid und Bock darauf habt, schaut doch gerne mal bei Screenfire Movies vorbei. So, und nun legen wir los. They were all dead. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger, and then it was over. Der erste Teil von Max Payne erschien am 23. Juli 2001. Max Payne ist ein ehemaliger Polizist, der zur Drogenfahndung, dem DEA, gewechselt ist. Seine Frau Michelle und seine neugeborene Tochter Rose wurden von Junkies ermordet, die unter dem Einfluss der neuen Designerdroge Valkyr standen. 3 Jahre nach dem Tod der beiden arbeitet Max undercover in der Punchinello-Mafia-Familie, die den Handel mit Valkyr kontrollieren. Ein DEA-Kollege arrangiert ein Treffen zwischen Max und seinem Freund, dem ehemaligen Kollegen Alex Balder, in einer U-Bahn-Station. Während er auf Alex wartet, gerät Max versehentlich in eine Schießerei mit Gangstern, die eben für diese Mafia-Familie bzw. den Unterboss Jack Lupino arbeiten und in einem verlassenen Teil der U-Bahn einen Banküberfall inszenieren. Als Alex eintrifft, wird er von einem nicht sichtbaren Dritten getötet und Max wird der Mord angehängt. In diesem düsteren Third-Person-Action-Meisterwerk schießt ihr euch mit der damals revolutionären Slow-Motion-Mechanik durch die dreckige New Yorker Unterwelt, um eure Unschuld zu beweisen. Im April 2022 kündigt der Entwickler Remedy überraschend an, an einem Remake zu arbeiten, beziehungsweise nicht nur an einem. Die finnischen Entwickler haben sich entschlossen, den ersten und zweiten Teil zu einem großen Remake zusammenzuschließen. Die Entwicklung eines Spiels in dieser Größenordnung beläuft sich je nach Teamgröße und Ressourcen auf 3 bis 5 Jahre. Also würde ich 2025 mit dem ersten Trailer rechnen und frühestens 2026 mit dem Release von Max Payne. Offiziell wurde hier noch kein Veröffentlichungstermin angekündigt, aber wir können davon ausgehen, dass das mit dem ersten Trailer geschehen wird. Could she really be here, waiting for me? Silent Hill 2 erschien erstmals am 24. September 2001. James Sunderland bekommt einen Brief seiner Frau Mary aus dem schönen Städtchen Silent Hill, in dem das Ehepaar wunderschöne Urlaubstage verbracht hat. Der kleine Haken dabei ist nur, Mary ist schon seit einigen Jahren tot. In den Schuhen von James begeben wir uns auf die Suche nach dem Ursprung dieses Briefs
und stellen uns mit knappen Ressourcen und Waffengewalt gegen gruselige Monster. Oder handelt es sich dabei vielleicht um unsere inneren Dämonen? Silent Hill 2 ist ein Meisterwerk, da brauchen wir gar nicht groß drum herum reden. Insofern sind viele Fans skeptisch nach dem bisher gezeigten Trailer-Material. Der polnische Entwickler Team Blooper hat zwar definitiv Erfahrung im Horrorgenre, aber eben nicht im klassischen Survival-Horror. Trotzdem werde ich dem Spiel eine Chance geben und hoffe im Zweifel doch immer auf eine unterhaltsame Horrorerfahrung, auch wenn das hohe Niveau des Originals vielleicht nicht erreicht wird. Ein Release ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der im ehemaligen E3-Zeitraum, wie zum Beispiel auf dem Summer Game Fest 2024, bekannt gegeben wird. Ich rechne mit einem Erscheinen im September oder Oktober diesen Jahres, pünktlich zu Halloween. Es gibt zwar aktuell Gerüchte um einen Release zum 30. Mai, aber ich halte das eher für unwahrscheinlich. Doch, man weiß ja nie. Now they wield it. We face the greatest Sith in generations. Star Wars Knights of the Old Republic erschien am 15. Juli 2003 und gilt als das ultimative Star Wars Rollenspiel. KOTOR spielt etwa 4000 Jahre vor dem Aufstieg des Galaktischen Imperiums und deckt die Zeit nach dem Ende der Star Wars Tales of the Jedi Comics ab, während der frühen Jahre der bereits alten Galaktischen Republik. Das Spiel beginnt, wie so viele Rollenspiele, mit einem klassischen Charaktereditor. Ihr könnt Hintergrund, Geschlecht, Aussehen und Name eurer Figur bestimmen, wie man das eben im Genre gewohnt ist. Generell hat Knights of the Old Republic viele Gameplay-RPG-Elemente, die heute als Standard gelten, aber zum damaligen Zeitpunkt bahnbrechend waren. Dementsprechend gehypt waren Fans, als das Remake am 9. September 2021 angekündigt wurde. Allerdings gab es zwischendurch immer wieder Meldungen, die Entwicklung wäre ins Stocken geraten oder sogar eingestellt worden. Lucasfilm soll mit einer internen Demo des Remakes sehr unzufrieden gewesen sein und der Director hat laut Gerüchten bereits zweimal gewechselt. Das Einzige, was wir zum aktuellen Zeitpunkt sicher sagen können, ist, dass sich das Spiel immer noch in Entwicklung befindet. Ein Release-Zeitraum gab es offiziell noch nicht, doch vor 2026 oder vielleicht sogar 2027 würde ich persönlich nicht damit rechnen. The Witcher erschien erstmals am 26. Oktober 2007 für den PC und gilt als der am schlechtesten gealterte Teil der Reihe. Im Mittelpunkt des Spiels, so wie der Name sagt, steht der Witcher Geralt, auch bekannt als der Weiße Wolf, der zu Beginn des Spiels an Amnesie leidet. Nach und nach treffen wir auf alte Freunde und Feinde und merken schnell, dass wir kein normaler Witcher sind, sondern zu den Mächtigeren seiner Zunft gehören. Die Ankündigung eines Remakes von CD Projekt Red am 26. Oktober 2022 hat, denke ich, viele Fans der Reihe überrascht. Das Game wird mittels Unreal Engine 5 entwickelt und von CD Projekt Red an das ebenfalls polnische Studio Fool's Theory ausgelagert. Ihr braucht jedoch hier jetzt keine Angst haben, es sind viele Entwickler des Originals bei dem Projekt mit involviert und gehen sicher, dass es sich wie ein richtiges Witcher-Spiel anfühlt. Der Release wird jedoch noch ein bisschen auf sich warten lassen. Zum Zeitpunkt der Ankündigung sagte CD Projekt Red Studio Head Adam Badowski folgendes. Das Spiel befindet sich derzeit in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung. Das Team kennt das Ausgangsmaterial gut und weiß, wie sehr sich die Spieler auf das Remake freuen und wie man unglaubliche und ehrgeizige Spiele entwickelt. Und obwohl es noch einige Zeit dauern wird, bis wir mehr über und aus dem Spiel verraten können, weiß ich, dass sich das Warten lohnen wird. Auch bei The Witcher rechne ich frühestens mit einem Release 2026 oder zu einem späteren Zeitpunkt. Vier Jahre bevor sich Resident Evil als König des Survival-Horrors etablierte, lehrte ein anderes Spiel uns das Fürchten. Alone in the Dark erschien 1992 für den PC und war ein Meilenstein des Genres. In den Schuhen des Privatdetektivs Edward Carnby oder Emily Hartwoods macht man sich auf in ein altes verlassenes Herrenhaus in Louisiana, um ein Klavier zu suchen, welches Hinweise auf die Todesursache des verstorbenen Hausbesitzers Jeremy Hartwood gibt. Wie der Familienname schon suggeriert, handelt es hier um Emilys Onkel. Was die beiden aber finden, sind keine musikalischen Klänge des Friedens und der Harmonie,
sondern Zombies und Monster. Genau wie wir es auch aus Resident Evil kennen, müssen wir auch hier Rätsel lösen und Dokumente lesen, die uns dem Geheimnis des Hauses näher bringen. Das Remake wurde am 12. August 2022 angekündigt und nach einiger Verschiebung steht der Release quasi vor der Türe. Am 20. März 2024 ist es soweit. Das Remake soll sich ein bisschen anders spielen als das Original und mehr Fokus auf Rätsel und Erkundungen legen als auf stumpfe Action. Was aus meiner Sicht eindeutig ein Pluspunkt ist. Die Alone in the Dark-Reihe war bis zum aktuellen Zeitpunkt tot. Das kann man einfach nicht schöner sagen. Hoffen wir nur, dass sie durch das Remake wieder untot werden. Metal Gear Solid 3 Snake Eater erschien am 17. November 2004 für die PlayStation 2 und ist für mich eines der größten Meisterwerke, die Chefentwickler Hideo Kojima je geschaffen hat. Das in den 60er Jahren stattfindende Agenten-Epos hat einfach alles. Eine tragische und spannende Story, die mir am Ende auch noch heute eine Träne ins Auge treibt, abwechslungsreiches Gameplay, eine nicht tausendmal besuchte Location und einen fantastischen Soundtrack. Wir schlüpfen in die Kampfstiefel von Naked Snake, der später als der legendäre Big Boss bekannt sein wird. In einem tiefen Dschungel der ehemaligen UdSSR sollen wir einen Raketenwissenschaftler retten. Jedoch rechnet Snake nicht damit, dass seine Mentorin The Boss auf die Seite der Sowjets gewechselt ist und ihn zum Sterben zurücklässt. Als dann noch eine mobile Mini-Nuke gezündet wird, eskaliert die Situation vollkommen und es liegt an uns, die Welt zu retten. Als am 24. Mai 2023 Metal Gear Solid Delta Snake Eater angekündigt wurde, war ich glücklich und skeptisch gleichermaßen. Glücklich, denn das Spiel verdient es einfach, ein grafisches Update zu bekommen, um damit neuen Spielern nahegebracht zu werden. Und skeptisch, weil es einfach ein so fantastisches Game ist, dass die Entwickler schnell ins Klo greifen können. Hideo Kojima ist logischerweise nicht mehr mit an Bord. Und so wird es am Ende wohl ein Münzwurf werden, ob Delta die gleiche Magie aufweisen kann wie das Original. Spielen werde ich es auf jeden Fall, das steht gar nicht zur Debatte, aber ein Release-Termin ist aktuell noch nicht bekannt. Gerüchte besagen, es soll im ersten Quartal 2025 erscheinen. Splinter Cell erschien erstmals am 18. November 2002 für Microsofts Xbox, die PlayStation 2, den GameCube und auf dem PC. Der gregorische Präsident hat den nicht netten Plan, das Nachbarland Aserbaidschan zu erobern. Der fiktive Geheimdienst Third Echelon, der der NSA unterstellt ist, bekommt davon Wind, da zwei seiner Agenten in Georgien ermordet wurden. Um die Situation aufzuklären, wird ihr fähigster Mann geschickt, Sam Fisher. Tom Clancy's Splinter Cell erschien nach Metal Gear Solid 1, welches 1998 erschien, und kann sich daher nicht die Revolutionierung des Stealth-Gameplays auf die Fahnen schreiben. Trotzdem war es ein großer Hit und hat definitiv dazu beigetragen, das Genre weiter nach vorne zu pushen. Das Remake wurde von Ubisoft im Dezember 2021 angekündigt, aber seitdem ist es sehr still um das Spiel geworden. Angeblich wurde der Director bereits ausgetauscht und das gesamte Projekt soll auf der sogenannten Snowdrop Engine laufen. Leider gibt es weder ein Release-Datum noch genauere Infos zum Inhalt. Wir bleiben dran und hoffen einfach, dass sie Sam Fishers neues, altes Abenteuer nicht in den Sand setzen. Und das waren sie! 7 Remakes, die sich aktuell im Jahr 2024 in Entwicklung befinden. Manche wie das Alone in the Dark Remake stehen kurz vor dem Release und andere wie Max Payne oder The Witcher brauchen einfach noch ein bisschen. Jetzt will ich aber wie immer wissen, auf was ihr euch am meisten freut. Vielleicht war euer heiß ersehntes Remake gar nicht dabei und ihr wartet begierig auf Brothers A Tale of Two Sons, Gothic oder ein anderes Remake. Wie auch immer ihr das seht, schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt auch Lust habt auf mein Video über den Schaden und Nutzen von digitalen Trophäen oder Erfolgen, dann klickt mal hier oben. Oder aber euch interessiert, wieso es keine neuen Aliens vs. Predator Spiele mehr gibt, dann klickt auf das untere Video. Ich wünsche euch wie immer eine gute Zeit, viel Spaß mit was auch immer ihr schaut und zockt und wir sehen uns im nächsten Video.